Carbohyra ist ein Pokémon mit dem Typ Kampf, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist neben Kekli und Nocturne eine der letzten Entwicklungsstufen von Rabauts. Carbohyra ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das blau, weiß und hellbraun auftritt. Kopf, Arme, Hände, Beine, Schwanz und Brustbereich sind hierbei hellbraun gefärbt, der übrige Torso, die Füße sowie die Schwanzspitzen färben sich blau und schließlich sind die Hand und Fußgelenke weiß mit je einem dünnen schwarzen Streifen. Die Zehen und der Zacken an der Schwanzspitze sind von gleicher Färbung. Der Kopf ist breit gebaut, was vor allem an den Haaren liegt, welche sehr starr zu den Seiten wachsen oder weisen, und zentral auf dem Haupt wächst eine dicke Spitze. Das Pokémon besitzt kleine runden Augen, die sich wiederum aus schwarzer Lederhaut und weißen Pupillen zusammensetzen. Der breite Mund ergänzt dann das Gesicht und der Torso ist rundlich und direkt mit dem Kopf verbunden. Die Extremitäten sind allesamt sehr schmal. Die Hände bestehen lediglich aus Ballen. Am Ende des Schwanzes befindet sich ein runder Abschnitt mit einer kurzen Spitze und die breiten Füße sind mit insgesamt drei spitzen, kurzen Zehen ausgestattet, vorne jeweils zwei und hinten eine. In der Shiny-Form sind die hellbraunen Körperbereiche grau gefärbt, die ansonsten blauen Areale färben sich hellviolett. Carbohyra greift hauptsächlich mit physischen Attacken an, dazu gehören dann zum Beispiel Ruckzuckhieb, Gyroball und Vergeltung. Statusattacken, die es nutzt, sind unter anderem rechte Hand, Energiefokus und Scanner. Eine mögliche Fähigkeit ist Bedrohung, die den Angriff des Gegners senkt. Durch die Fähigkeit Techniker steigt die Stärke von Attacken mit Basisstärke 60 oder weniger um 50%. Und die versteckte Fähigkeit ist felsenfest, wodurch die Initiative erhöht wird, sobald das Pokémon zurückschreckt. Carbohyra trifft man sehr selten an, in Johto kann man es sogar nur per Entwicklung erhalten. In Gala findet man es aber zum Beispiel am Wutanfall See. Lässt du dich von seinen eleganten, anmutigen und tanzartigen Tritten betören, wirst du vermöbelt. Es dreht sich um sich selbst und verteilt Tritte. Ist es schnell genug, bohrt es sich sogar in den Boden und nach einem Handstand, der das Timing des Gegners stören soll, tritt es elegant um sich. Seine Technik ist eine bemerkenswerte Mischung aus Angriff und Verteidigung und die Zentrifugalkraft während seiner Drehungen erhöht die Kampfkraft um 10. Carbohyra ist ein Basis-Pokémon, welches sich jedoch aus seiner Babyform Rabauts entwickeln kann. Rabauts Entwicklung ist höchst komplex und hängt von seiner physischen Kondition ab. Ausschlaggebend hierfür eine Spezialisierung auf eine Sportart ist das Verhältnis seines Angriffs und seines Verteidigungswertes. In den Spielen wird diese Entwicklung zunächst ab Erreichen des Erfahrungslevels 20 ausgelöst, ist dann sein Erfahrungswert höher als sein Verteidigungswert, ist sein Angriffswert höher als sein Verteidigungswert, so verschmelzen sein Kopf und sein Torso und es wird zu einem Kikli. Hierbei verstärkt sich die Muskelkraft in seinen Beinen enorm und spezialisiert sich fast vollends auf trittbasierte Kampfsportarten. Ist jedoch sein Verteidigungswert höher als sein Angriffswert, erhöht sich Rabauts Schlagkraft in seinen Armen drastisch und es wird zu einem Nocturne. Dieses Pokémon hat sich auf den Boxsport konzentriert und trägt als einziges der drei Split-Entwicklungen wie seine Babyform Kleidung. Sind jetzt jedoch Angriffs- und Verteidigungswert exakt gleich hoch, entwickelt sich Rabauts zu einem Carbohyra. Bei der Entwicklung zu diesem Kopfstand-Pokémon verstärkt sich die Muskelkraft in seinen Beinen, aber auch sein Kopf wird voluminöser, sodass es wie ein Kreisel auf dem Kopf dreht und Carbohyra hat sich auf die ganz oder nahezu gleicharmige Kampfsportart Carbohyra spezialisiert und ist die einzige Entwicklung von Rabauts, die einen Schweif besitzt. Diese Evolutionsfamilie existiert erst seit der zweiten Spielgeneration, vorher waren Kikli und Nocturne eigenständige Pokémon. Mit seinem Typen nimmt Carbohyra halben Schaden gegen Käfer, Gestein und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Psycho- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.